Hallo meine Lieben, wie ihr seht, bin ich heute noch komplett ungeschminkt, denn ich werde mich heute eine Art Challenge stellen. Ich werde mein Make-up von anderen YouTubern bestimmen lassen. Ihr kennt dieses Format sicherlich auch schon von anderen YouTubern. Das Besondere hier ist allerdings, alle YouTuber, die ihr heute auch in meinem Video sehen werdet, haben selbst ebenfalls so ein Video gedreht. Daraus entstand so eine Art Kreis, in dem wir uns gegenseitig Videos zu bestimmten Kategorien geschickt haben, in dem wir entweder ein bestimmtes Produkt vorgeschlagen haben oder auch Aufgaben gestellt haben, wie ein Produkt aufgetragen werden soll oder mit welchen Tools. Die Spanne ist auf jeden Fall endlos, was man denn alles vorschlagen konnte. Ich werde auf jeden Fall alle Kanäle und alle Videos unten in der Beschreibung verlinken. Schaut da unbedingt auch vorbei. Es sind wirklich ganz, ganz tolle YouTuber, die auch auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient haben. Ja, und ich würde sagen, ich fange direkt auch schon mit der Challenge an. Also, es gibt insgesamt 5 Kategorien und zwar Foundation, Bronzer, Blush, Highlighter und Augen-Make-up. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 5 Videos, auf die ich in diesem Video eingehen muss und die ich sozusagen umsetzen muss in meinem Make-up. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Und ich würde sagen, ich fange heute mal mit den Augen an, weil es auf jeden Fall ein bisschen tricky sein könnte, wenn ich zuerst die Foundation auftrage. Damit ich mir die Foundation auch nicht versaue, fange ich jetzt mal mit den Augen an. Und zwar bei den Augen hat mir die liebe Elina von dem Kanal Schlöwe ein Video geschickt und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hallo liebe Alina, ich darf heute entscheiden, was du auf den Augen trägst. Wie wär's denn mit meinem Make-up? Braun-Gold? Klappt doch immer. Und ganz wichtig, auffällige Lashes. Ich freue mich sehr auf dein Video und wünsche dir ganz viel Spaß. Also Braun-Gold, da ist mir auf jeden Fall direkt eine Palette eingefallen und zwar die Soft Glam von Anastasia Beverly Hills, weil hier natürlich ganz, ganz viele Brauntöne drin sind und auch ganz viele so Bronze-Goldtöne. Deswegen werde ich das Make-up heute mit dieser Palette schminken. Bei ihr sah das auf jeden Fall aus, dass sie so einen Wing hatte, allerdings war der nicht schwarz, sondern irgendwie so hellbraun oder so. Da ich jetzt kein hellbraun einen Eyeliner habe. Ich habe mir gedacht, ich werde das heute einfach mit Eyeshadows machen. Und damit das Ganze halt einfach ein bisschen sauberer aussieht, werde ich hier einen Tape benutzen, was ich mir halt am äußeren Winkel aufkleben werde. Ich hoffe, ich kriege das auch einigermaßen gleichmäßig hin. So, sieht das gleich aus? Ich glaube, einigermaßen geht das schon. Und jetzt werde ich auf jeden Fall zuerst mal mein Lid primen. Da nehme ich einfach meinen Concealer. Das mache ich eigentlich auch immer so. Dann fange ich erstmal mit der Crease an. Und zwar nehme ich hier die Farbe Burnt Orange und werde sie hier in die Lidfalte machen. Versuche jetzt mal die Farbe Burnt Orange hier auch so ein bisschen aufzubauen. Aber ich glaube, das ist noch nicht dunkel genug. Ich werde eine etwas dunklere Farbe noch brauchen, die ich in die Lidfalte mache. Und zwar gehe ich hier in die Farbe Dusty Rose. Das ist halt einfach so ein fast ein bisschen in die kühlere Richtung gehendes Braun. Und das werde ich jetzt mit so einem kleineren Pinsel hier wirklich präziser sozusagen nochmal in die Lidfalte verblenden. Und mit der Farbe werde ich hier auch schon mal so ein bisschen auch den Außenwinkel verdunkeln. Das konnte man bei ihr jetzt, finde ich, nicht so ganz genau sehen, was da jetzt in der Lidfalte war, was da jetzt am Außenwinkel war. Also was ich erkennen konnte, war auf jeden Fall, dass das Gold über das komplette bewegliche Lid geht und dass da so ein hellbrauner Wing war. Und das werde ich jetzt versuchen, auf jeden Fall so weit wie möglich nachzuahmen. Soweit gefällt mir auch die Intensität von dem Braun jetzt ganz gut. Und zwar mache ich jetzt auch direkt weiter mit dem Gold. Und zwar nehme ich hier die Farbe Fairy. Das sieht auf jeden Fall nach einem Gold aus, was so in die richtige Richtung geht. So, die Farbe hat zwar jetzt so den richtigen Unterton, dass das halt einfach so ein richtig schönes Gelbgold ist. Allerdings hat das auf jeden Fall nicht genug Schimmer, meiner Meinung nach. Ich möchte da auf jeden Fall einfach noch so ein bisschen mehr Wumms haben. Und zwar habe ich da jetzt so eine Art Creme-Eyeshadow noch von der Marke Face Zero. Das ist die Farbe Queen. Und das werde ich jetzt hier versuchen, einfach mit meinem Finger noch drüber aufzutragen. Ich finde, es ist gar nicht so leicht, diesen Schimmer-Eyeshadow aufzutragen, weil man schon so nicht einfach nur tupfen sollte, aber schon so ein bisschen ziehen auch,
damit der überhaupt aufs Lid kommt. So, das gefällt mir jetzt auf jeden Fall von dem Goldton wirklich sehr, sehr gut. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall auch noch dem Wing widmen. Und zwar gehe ich hier in die Farbe Cypress Amber, was dieses ganz, ganz dunkle Braun ist. Und ja, das werde ich mir jetzt einfach als Wing auftragen. Irgendwie sieht das gerade überhaupt nicht gleichmäßig aus, aber ich lasse das jetzt einfach, weil ich glaube, je mehr ich versuche, das auszubessern, desto schlimmer wird das. Und jetzt mache ich auf jeden Fall hier das Tape weg. Ich glaube, das sieht schon ganz okay aus. Und dann soll ich ja auch noch auffällige Lashes auftragen. Und ich habe zwei Paar Lashes gefunden, die wirklich extrem sind für meine Verhältnisse zumindest. Einmal habe ich hier von House of Lashes, das sind die Noir for Mink Lashes und die sind halt einfach so absolut krass. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist selbst für meine relativ großen Augen schon ein bisschen zu viel. Also das ist halt, das ist too much, glaube ich. Das ist ein bisschen zu auffällig. Und dann habe ich noch von Hattie und Love hier die Lashes in dem Style Berlin. Ich glaube, die sind schon auffällig genug. Und bevor ich Wimpern aufklebe, werde ich auf jeden Fall auch noch eine Mascara auftragen. Ich nehme hier einfach von Maybelline die, was ist denn das? Falsies Lash Lift Mascara. Weil ich auf jeden Fall kein Profi bin im Wimpern aufkleben und das bei mir auf jeden Fall auch immer so ein bisschen dauert, bis alles richtig sitzt, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder schon mal mit den Wimpern. So, Lashes sind jetzt auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, sie halten auch. Und jetzt machen wir auf jeden Fall erstmal weiter mit der Foundation. Und da hat mir die liebe Lisa ein Video zugeschickt. Hallo liebe Alina, ich darf heute deine Foundation aussuchen. Und da ich keine ganz bestimmte Foundation im Kopf habe, aber ein Finish für dich, denn ich bin Typ ölige Haut und finde ein mattes Finish immer ganz schön. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du heute eine Foundation benutzt, wenn das für dich natürlich in Ordnung ist und dass du sie irgendwie für dich zum Funktionieren bekommst. Eine Foundation, die ein recht mattes Finish hat. Also nicht zu so sehr mega trocken oder so. Aber ein recht mattes Finish würde ich mir heute für dieses Video von dir wünschen. Ja, ich habe ja eine eher trockene Haut, also eine trockene Mischhaut, würde ich sagen. Deswegen funktionieren bei mir ganz matte Foundations immer nicht ganz so gut. Aber ich kann sie auf jeden Fall zum Funktionieren bringen. Und ich hatte da zwei Foundations, zwischen denen ich mich entscheiden wollte. Einmal ist es vom Beauty Blender die Bounce Foundation, einmal von Hourglass die Vanish Foundation. Und die Bounce Foundation, die hat, glaube ich, eher so ein soft mattes Finish. Und die Vanish ist auf jeden Fall schon relativ matt. Deswegen würde ich sagen, nehme ich hier von Hourglass die Vanish Foundation. Und damit ich sie für mich zum Funktionieren bringe, brauche ich einen reichhaltigen Primer. Und hier habe ich von Bobbi Brown die Enriched Face Base. Das ist hier so eine Mini-Größe. Und die trage ich halt dort auf, wo ich halt wirklich vermehrt trockene Stellen habe, wo sich die Foundation so ein bisschen absetzen könnte. Was bei mir halt so ein bisschen um die Nase und um den Mund herum ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, mit was sie besser funktioniert, mit dem Beauty Blender oder lieber mit dem mit einem Pinsel. Ich versuche es erstmal mit dem Beauty Blender und zwar nehme ich die hier einfach mit dem Beauty Blender auf und verteile sie. Sie ist halt auch richtig deckend. Also da braucht man halt auch gar nicht viel von der Foundation. Ja, und mit dem Beauty Blender hat man ja auch so ein bisschen den Vorteil, dass man natürlich so ein bisschen die Deckkraft wegnimmt. Dadurch kann man natürlich die Foundation auch an den trockenen Stellen auch so ein bisschen besser einarbeiten. Die Farbe ist jetzt hier auf jeden Fall auch nicht ideal. Das sieht voll gelbstichig aus. Aber zu dem Finish, ich muss sagen, ich habe die Foundation echt gut zum Funktionieren gekriegt. Die hat sich hier gar nicht irgendwo an den trockenen Stellen abgesetzt. Ja, das ist auf jeden Fall ein mattes Finish, würde ich sagen. Ich muss die Foundation, glaube ich, noch nicht mal setten. Die ist eigentlich schon
von alleine gesettet. Für ölige Haut würde ich sagen, kann ich diese Foundation wirklich guten Gewissens weiterempfehlen. Bei trockener Haut kann das so ein bisschen tricky werden. So, jetzt habe ich auch schon mal den Concealer aufgetragen und um das matte Finish noch ein bisschen zu verstärken, werde ich jetzt noch mal mein Gesicht abpudern. Und zwar mit dem Too Faced Peach Perfect Powder. Das funktioniert bei mir wirklich sehr, sehr gut, auch mit meiner trockenen Haut. Das trage ich halt auch immer an den Stellen auf, wo ich halt auch so ein bisschen nachglänze, was so ein bisschen am Kinn ist und auch hier auf der Stirn. Und dann komme ich auch schon zu der nächsten Kategorie, was die Kategorie Blush ist. Und da hat mir der liebe Tom ein Video geschickt. Ich bin sehr gespannt, was der so für mich bereithält. Hallo liebe Alina, hallo liebe Zuschauer. Liebe Alina, ich darf für dich heute dein Blush aussuchen. Und ich hoffe, dass dein Make-up noch nicht allzu zerstört aussieht, aber ich finde, es geht noch. Ich möchte, dass du für dein Blush heute einen Lippenstift benutzt. Und diesen Lippenstift, am besten nimmst du einen matten, das funktioniert gut. Und den dann mit einem Lidschatten settest. Ich bin sehr gespannt, was du draus machst. Viel Erfolg und Spaß beim Schminken. Love you. Ja, ich weiß, dass Lippenstift als Blush zu benutzen jetzt nichts Neues ist. Allerdings habe ich das persönlich noch nie gemacht. Er hat mir jetzt empfohlen, einen matten Lippenstift zu nehmen. Ich habe irgendwie gar nicht so viele Lippenstifte in meiner Kollektion, die sich als Blushfarbe so gut eignen. Aber ich denke, ich nehme hier diesen Lippenstift hier, der auch ebenfalls ein mattes Finish haben soll. Das ist von Charlotte Tilbury, der Pillow Talk. Und ich weiß gar nicht, wie ich das am besten auftrage. Mache ich das direkt auf die Wange? Mache ich das erst auf den Handrücken? Ich versuche es mal erstmal so, dass ich das hier so auf dem Handrücken auftrage. Es erstmal mit meinem Beauty Blender werde ich das hier sozusagen runternehmen und es dann auftragen auf die Wange. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also das ist jetzt auf jeden Fall sehr leicht, aber die Blushfarbe kommt auf jeden Fall schon so ein bisschen durch. Und ich habe ja vorher schon zum Teil so ein bisschen abgepudert und das macht dem Lippenstift jetzt irgendwie gar nichts aus. Und die Farbe gefällt mir echt gut als Blush. Also soweit muss ich sagen, werde ich das glaube ich jetzt öfter mal machen. Und dann soll ich ja das Ganze auch noch mit einem Lidschatten setten und da kam mir auf jeden Fall diese Palette in den Sinn, weil die auf jeden Fall ganz, ganz viele so peachy Rosé-Farben hat. Bei den Lidschatten als Blush muss man aber allerdings, denke ich mal, ein bisschen aufpassen, weil Lidschatten natürlich sehr viel stärker pigmentiert sind als jetzt so ein Blush. Aber ich nehme jetzt einfach mal meinen Blushpinsel, mache da jetzt einfach mal so einen Mix aus diesen drei Farben. Also da kommt auf jeden Fall gut was auf den Pinsel drauf. Und jetzt drüber. Oh je. Es ist auf jeden Fall sehr kräftig. Der Lidschatten wird jetzt natürlich auch noch auf der cremigen Base so ein bisschen stärker. Es sieht, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht aus. Also es ist auf jeden Fall stärker, als wie ich meinen Blush sonst tragen würde. Aber es ist auf jeden Fall machbar. Um das Ganze jetzt hier noch so ein bisschen runter zu bringen, werde ich nochmal mit meinem Schwamm so ein bisschen drüber gehen. Die nächste Kategorie wäre jetzt auf jeden Fall Bronzer und da hat mir die liebe Nina ein Video dazu geschickt. Hallo liebe Alina, ich darf heute deinen Bronzer aussuchen und ich habe mir überlegt, such doch mal den Bronzer raus aus deiner Sammlung von der unbekanntesten Marke. Also einfach ein Bronzer, den vielleicht viele noch nicht kennen. Vielleicht ist es ja eine Neuentdeckung für uns. Sag uns mal, wie du den findest und ob du den weiterempfehlen kannst. Ein Bronzer von der unbekanntesten Marke muss auf jeden Fall dieser hier sein. Und zwar ist es von der Marke So Suzanne Cosmetics, der Sun Lounger. Dieser Bronzer war mal in einer Glossybox drinne. Und zwar sieht er so aus, das ist auf jeden Fall super, super klein. Ich finde den Unterton wirklich interessant, weil das halt einfach so ein recht kühler Unterton ist. Aber der Bronzer ist halt mit Schimmerpartikeln. Es passt halt auch vom Unterton für mich jetzt wirklich recht gut, weil ich schon so einen recht neutralen Unterton habe. Und da können halt so warme Bronzer bei mir ganz, ganz schnell orange aussehen, was bei dem jetzt auf jeden Fall nicht der Fall ist. Ja, so sieht jetzt auf jeden Fall der Bronzer aufgetragen aus. Ich finde das Finish wirklich wunderschön.
Für mich ist der Bronzer aber tatsächlich fast ein bisschen zu dunkel. Also ich finde, man kann das mit so einem großen, fluffigen Pinsel wirklich zum Funktionieren bringen. Aber wenn ich da auch nicht aufpasse, dann habe ich ganz, ganz schnell so einen dunklen Fleck auf meiner Wange. Für den Sommer kann das wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe sein. Der hat, wie gesagt, auch schon so leichte Schimmerpartikel auch mit drin. Das ist kein komplett matter Bronzer, was ich persönlich einfach sehr, sehr schön finde. Der ist aber, glaube ich, auch schon relativ teuer. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, wie teuer der genau war. Deswegen weiß ich nicht, ob ich den jetzt weiterempfehlen kann. Ich weiß auch gar nicht, wo man den bei uns kriegt. Wahrscheinlich nur irgendwo online. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall auch andere Bronzer, die genauso gut funktionieren und an die man leichter drankommt und die auf jeden Fall auch vom Preis her günstiger sind. Deswegen würde ich sagen, kann ich diesen Bronzer jetzt nicht ohne weiteres weiterempfehlen. Ich finde den aber persönlich wirklich sehr schön. Dann komme ich auch schon zu der nächsten Kategorie, was die Kategorie Highlighter ist. Und da hat mir die Elfie eine Aufgabe gestellt. Hallo, liebe Alina! Ich freue mich sehr, dass ich heute deinen Highlighter aussuchen darf. Ich habe mir was Spezielles für dich heute überlegt, und zwar möchte ich, dass du deinen farbigsten Highlighter verwendest, den du hast. Ich hoffe, du hast natürlich einen. Wenn nicht, dann musst du dir einen besorgen. Und ich möchte, dass du den so in Szene setzt, dass er auch wirklich schön aussieht. Also ich persönlich habe immer Probleme mit so farbigen Highlightern, weil ich manchmal denke, das sieht nicht so ganz geil aus, und ich würde gerne mal von dir eine Interpretation sehen. Also ich wünsche dir viel Spaß und ich bin sehr gespannt. Tatsächlich hatte ich auch einen farbigen Highlighter. Und zwar habe ich hier von Huda Beauty die Winter Highlighter Palette. Die sieht hier so aus, was wirklich sehr, sehr bunt ist, zumindest für meine Verhältnisse. Wir haben hier vier Farben. Das eine ist so ein Creme-Highlighter, dann so ein Lila-Silber-Highlighter, ein Gold und so ein Rosé-Rot. Es sind auf jeden Fall alles sehr, sehr spezielle Farben. Und ich muss sagen, ich bin da jetzt auf jeden Fall auch nicht so der Pro, was farbige Highlighter angeht. Aber ich habe auf jeden Fall eine Idee, wie man das tragbar auftragen könnte. Und zwar nehme ich mir jetzt erstmal so einen relativ großen Pinsel und gehe in die Farbe Winter Rose, halt einfach dieses Rosé. Und den werde ich jetzt hier grob auch über meinen Blush sozusagen auftragen und damit halt einfach das Highlight hier auch so ein bisschen weiter runterziehen sozusagen. Also die Highlighter sind auf jeden Fall auch von der Intensität her jetzt nicht so krass. Also vor allem jetzt mit den Lichtern. Die schlucken halt einfach so ein bisschen die Farbe, die sie drinne haben. Aber man sieht auf jeden Fall hier diesen Rosé-Unterton in dem Highlighter. Was ich dann weitermachen würde, ich gehe hier in die andere Farbe, und zwar die Arctic Glow. Und das trage ich eben mit so einem kleineren Pinsel wirklich auf die höchsten Stellen jetzt hier auf. Und der hat auf jeden Fall schon so einen stärkeren lilanen Unterton, den sieht man, glaube ich, auch mehr. Also farbige Highlighter sind auf jeden Fall nichts, was ich mir jetzt unbedingt auf die Stirn oder auf die Nase auftragen würde, weil da sieht das dann wahrscheinlich echt aus wie eine Discokugel. Man sieht auf jeden Fall schon diesen blauen Unterton, vor allem hier bei dem Highlighter. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall tragbar für bestimmte Anlässe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt im Alltag tragen würde. Aber das wäre meine Interpretation auf jeden Fall, wie man farbige Highlighter auftragen kann. Damit bin ich jetzt auf jeden Fall auch schon durch alle Kategorien durch. Es bleibt auf jeden Fall noch, die Augen fertig zu machen. Und zwar gehe ich jetzt wieder zurück in die Soft Glam Palette und gehe wieder in die Farbe Dusty Rose und werde mir jetzt am unteren Wimpernkranz einfach die Farbe auftragen. Bei mir darf auf jeden Fall auch ein Highlight im Innenwinkel nicht fehlen, und da ist mir gerade auch eingefallen, wie man dieses Gold aus dieser Palette auch gut einsetzen kann. Und zwar werde ich das jetzt einfach im Innenwinkel auftragen. Also dieses Gold ist, glaube ich, noch so das tragbarste aus dieser ganzen Palette. Auch wenn das für mich jetzt ein bisschen zu krass golden wäre, um das einfach auf der Wange zu tragen. Aber jetzt hier als Innenwinkel-Highlight funktioniert es wirklich sehr, sehr gut, finde ich. So, damit ist dann auch das Make-up komplett fertig. Ich habe jetzt noch meinen Lippenstift aufgetragen, der dasselbe ist, den ich auch auf meinen Wangen trage.
Und ich muss sagen, insgesamt finde ich, habe ich mich gar nicht so schlecht geschlagen. Das Make-up gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Auch die Base sieht tatsächlich ganz gut aus, auch wenn das sehr, sehr matt alles ist. Das Augen-Make-up gefällt mir auch richtig, richtig gut. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft, denke ich mal, öfter einen braunen Wing machen, weil ich finde, das sieht echt nice aus. Das Make-up ist jetzt auf jeden Fall tragbar. Es ist keine absolute Vollkatastrophe, was mich auf jeden Fall sehr freut, dass meine Kollegen da auf jeden Fall sehr gütig zu mir waren. Schreibt mir natürlich jetzt auch unbedingt in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet, wie ihr denn findet, wie ich die Aufgaben umgesetzt habe. Und schaut jetzt natürlich auch unbedingt bei den anderen vorbei. Ich bin selbst sehr gespannt, wie ihre Looks aussehen werden. Ich habe sie natürlich selbst auch noch nicht gesehen. Ich werde euch, wie gesagt, alles in der Infobox verlinken. Und ansonsten war es das dann jetzt auch schon mit diesem Video. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und abonniert sehr gerne hier unten meinen Kanal, um kein Video zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.